komme ich nach Hause abends und weiß nicht so richtig noch, was mit mir anzufangen, wenn ich nicht noch unbedingt super viel Arbeit zu tun habe. Und oft stelle ich mir dann die Frage, wer bin ich eigentlich, wo gehöre ich hin, wo geht es für mich in die Zukunft hin? Und ich denke, diese Fragen stellen sich viele, viele Menschen. Und ich glaube, gerade die Frage, wer bin ich, ist unglaublich schwer zu beschreiben. Wenn wir darüber nachdenken, wer wir sind oder wenn wir uns irgendwo vorstellen, dann reden wir meistens davon, was wir beruflich machen oder was wir gerne mögen oder sagen unseren Namen oder Dinge in diese Richtung. Aber sind wir diese Dinge wirklich? Eigentlich ja nicht. Eigentlich sind wir nicht unser Name, wir sind auch nicht unser Job, wir sind auch nicht unsere Hobbys, wir sind auch nicht unsere Lieblingsmusik oder unsere Lieblingsfarbe. Wer wir wirklich sind, muss jeder für sich selbst ein bisschen beantworten. Und wenn ich für mich antworten möchte oder würde, würde ich sagen, ich bin einfach. Und wenn du einfach bist und existierst, ohne dich zu fragen, wer du bist, dann bist du einfach du. Und ist es nicht das, was wir letztendlich eigentlich brauchen? Und stellst du dir die Frage, wo du hingehörst, wo dein Platz ist, wo deine Zukunft ist, dann kann ich dir nur einen ganz, ganz einfachen Tipp geben. Und der ist so alt und den habt ihr schon so oft gehört. Und das ist einfach, hört auf euer Herz. Euer Zuhause ist da, wo eure Liebe ist und wo ihr euch geborgen fühlt, wo ihr Wärme fühlt, wo ihr einfach sein könnt. Und das können verschiedene Orte sein. Das kann deine Partnerin sein, das kann dein Job sein, das kann dein Hobby sein, das kann alles Mögliche sein. Das Einzige, was wichtig ist, finde so etwas. Wenn du so etwas nicht findest, dann wird es auf kurz oder lang traurig werden. Und ich bin an einem Punkt so, wo ich glaube, ich habe diesen Platz und diesen Sinn für mich gefunden. Und das ist, macht mir auf der einen Seite, macht es mir irgendwo ein bisschen Angst. Andererseits ist es einfach das ultimative Gefühl. Es gibt nichts Besseres, es gibt nichts Größeres, es gibt nichts Vergleichbares, was man da nehmen könnte. Und ja, mehr habe ich für heute nicht zu sagen. Dieses Video ist einfach nur entstanden aus der Situation heraus. Und ja, würde mich freuen, wenn ihr den Kanal abonniert, auf dem Laufenden bleibt bei mir. Und herzlich willkommen auch an alle neuen Follower hier. Es sind jetzt die letzte Zeit einige dazugekommen. Und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Ciao.